Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu SW Kota 2 Solo Challenge. Im letzten Part haben wir uns ja von Peragus 2 entfernt und sind jetzt hier in der Ben Hawk. Die haben wir nämlich praktisch in Anführungsstrichen gekapert. Es war ja von Anfang an unser Schiff. Nee, war es nicht. Die Harbinger war unser Schiff sozusagen. Aber wir haben jetzt die Ebon Hawk und haben auch ein bisschen mit Etten und Kraya geredet, mit T3 auch, aber der hatte nicht viel zu sagen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal in Richtung, haben wir kurz gespeichert, in Richtung Telos, der Citadel Station. Los geht's. Die Sache gefällt mir nicht. Wenn die denken, dass wir die Explosion... Oh, oh. Da kommt das Empfangskomitee. Vielleicht wissen sie noch nicht, was los ist. Also Mund halten. Ich bin Lieutenant Graham, Telos Security Force. Ich habe Befehl, euch in Gewahrsam zu nehmen, weil ihr die Peragus-Mine zerstört habt. Es war klar, dass das passieren würde. Sind wir verhaftet? Ihr seid noch nicht formell angeklagt, aber ihr steht bis zum Abschluss der Untersuchung unter Arrest. Aufgrund der Art der Untersuchung kann ich keine genaueren Zeitangaben machen. In der Zwischenzeit werden euer Schiff und eure Droiden sichergestellt. Ja, du auch. Du bist ein Droide, also wirst du sichergestellt. Außerdem müsst ihr eure persönlichen Waffen und Rüstungen bis zum Abschluss der Untersuchung abgeben. Bekomme ich meine Ausrüstung zurück? Wenn ihr freigesprochen werdet, erhaltet ihr eure Habseligkeiten zurück. Ihr werdet in der TSF-Station festgehalten, bis ein Quartier gefunden wurde. Anschließend steht ihr unter Hausarrest. Habt ihr das verstanden? Natürlich, ich kooperiere. Es bringt ja nichts, gegen die jetzt anzukämpfen. Gut. Meine Männer werden euch nun alle Waffen und Rüstung abnehmen. Folgt mir. Und ich lande wieder im Knast. Wer ist das? Vergeht die sich jetzt an unserem Schiff, oder wie? Ihr werdet hier nur kurz festgehalten. Die Unterkunft für euch und eure Gefährten wird in diesem Moment vorbereitet. In Kürze wird euch jemand in ein Apartment in Wohnmodul 082 bringen. Wartet, ich habe noch einige Fragen. Ich habe zu tun. Eure Fragen müssen warten. Ja, wer war diese Frau? An die kann ich mich gar nicht erinnern. Also wirklich nicht. Tja, wir bleiben wohl ein Weilchen hier. Machen wir es uns gemütlich. Jemand nähert sich. So, das ist also der letzte Jedi. Also ehrlich gesagt hätte ich mehr erwartet. Bitte was? Ich glaube, wir sollten lieber ein bisschen den... was ist hier los? Die Exchange hat ein Kopfgeld auf Jedi ausgesetzt. Ihr seid ziemlich wertvoll. Die Geno Haradan, wie? Ihr hört euch an, als wäre es eine Ehre, einer dieser Totenanbeter zu sein. Hä? Es ist eine Ehre. Nur wenige werden auserwählt. Euer Kult tötet doch nur für Geld. Ihr seid die billigsten und wertlosesten Söldner der Galaxis. Da würde ich ja noch lieber einen Mandalorianer anheuern. Kein Mandalorianer kommt einem Jünger der Geno Haradan gleich. Kein Mandalorianer hätte in diese Station eindringen, die Identität einer Wache annehmen und... Und was? Wolltet ihr die Energiefelder unserer Käfige überlasten, damit es nach einem Unfall aussieht? Wagt ihr es nicht, gegen mich zu kämpfen? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber ihr habt recht. Vielleicht ist eine persönliche Lektion angebrachter. Oh oh, der will uns ein bisschen abschlachten, aber ich würde mal sagen, wir sind auf einer TSF-Station, wie wollt ihr damit durchkommen? Zufällig sind die Überwachungskameras ausgefallen. Es wird keine Zeugen für euren Fluchtversuch geben, bei dem ich euch leider töten musste. Bis diese Dummköpfe merken, dass ich nicht zu ihnen gehöre, bin ich über alle Berge. Ich will nicht gegen euch kämpfen, ich möchte euch nicht töten. Das macht es mir leichter. Los, Jedi. Zeit zu sterben. Hey, lasst ihn in Ruhe. Ihr wollt kämpfen?
Dann kommt her, wenn ihr euch traut. Das macht ihr kein zweites Mal mit mir. Früher oder später werde ich euch alle vernichten. Eine alte Frau, ein Narr und ein gefallener Jedi sind keine Gegner für mich. Na, wenn du das sagst. Hat er nicht mal eine Waffe? Doch, hat er. Ja, guten Tag, ne? Ich würde mal sagen, wir betäuben dich erstmal. Verdammt, der hat sich natürlich gerettet. Egal, dann müssen wir ihn eben zusammenprügeln. Zack, voll in die Fresse. Chuck Norris Kick. Bam! Die Überwachungskameras, hä? Was? Was ist hier los? Mann am Boden! Schnell, einen Sanitäter! Okay, Jedi. Geht langsam zurück in den Energiekäfig. Aber so, dass ich eure Hände sehe. Wenn ihr kooperiert, müssen wir euch nicht erschießen. Kommen Sie, Lieutenant. Sie sind schon tot. Wer ist das? Ist das Batu Ram? Er sagt, er wäre ein Killer. Ram ist kein Killer. Batu Ram ist weg. Er dürfte nicht mehr auf der Station sein. Er ist es nicht. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben ein Apartment im Wohnmodul 082 vorbereitet. Ihr steht dort unter Hausarrest, bis unsere Untersuchungen des Piragus-Falls beendet sind. Ihr steht unter dem Schutz der TSF. Ich werde persönlich alle Besucher überprüfen. Wir gehen dieser Sache auf den Grund, so gut wir können. Gehen wir. Officer, bringen Sie Lieutenant Yima den Bericht über diesen Zwischenfall. Sie kümmern sich darum. Der Rest kommt mit mir. Wir bringen euch zum Apartment in 082. Sehr unbefriedigend, das alles. Das ist für die Dauer eures Hausarrestes eure Unterkunft. Zwei Beamte werden vor der Tür Wache stehen. Ich überprüfe alle Besucher, damit es keinen Zwischenfall gibt. Könntet ihr uns ein paar Blaster hier lassen? Nur zur Sicherheit. Ja, wie lange bleibe ich hier? Das weiß ich nicht. Eines unserer Schiffe untersucht die Ruinen der Anlage. Das könnte schnell gehen. Wir informieren euch. Immer noch besser als ein Energiekäfig. Wenn es Probleme gibt, kontaktiert die Station mit dem Terminal an der Wand. Gehen wir. Das ist nicht gut. Wir müssen hier weg. Da hast du recht. Dann das besprechen wir später. Schwer zu sagen. Ich fürchte, wir dürfen nicht zu lange an einem Ort verweilen. Obgleich uns unser Weg hierher geführt hat. Ich muss ein wenig meditieren. In der Zwischenzeit sollten wir uns ausruhen. Ja, nur zu. Meditiert ruhig. Ich könnte auch eine Mütze Schlaf ertragen. Zu Bett gehen. Wer sollte auch schon schlafen gehen? Oh. Was ist denn hier los? Oh, ich darf mich wieder bewegen. Telefon für uns. ID Sokalinu, TS-Offizier. Okay, dann nehmen wir es mal an. Verzeihung, ihr habt Besuch von Moser. Er vertritt hier auf Telos die Sanierungsinteressen der Itorianer. Lieutenant Gren hat ihn überprüft, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Was will er denn? Er behauptet, dass ihn Shodo Habat geschickt hat. Mehr will er nicht sagen. Na gut, was will er uns hier drin tun? Schickt ihn herein. Natürlich. Ich bringe ihn zu euch. Guten Tag. Worum geht's hier? Nein, was ist damit? Nee, auch nicht wirklich. Ui, das ist aber ganz schön viel.
Aber inwiefern schadet denn die Tracker Corporation dem Sanierungsprojekt? Also da müssen wir auf jeden Fall eingreifen. Wie kann ich da helfen? Mich heilen? Vielleicht sollte Shodo Habat seinen Blick auf sein eigenes Volk richten, wenn es wirklich so leidet. Ich würde sagen, dann reden wir mal mit ihm, wenn wir frei sind. Weil das scheint uns, also es interessiert mich sehr, was er von uns möchte. Lebt wohl. Vielleicht können wir uns jetzt ungestört ausruhen. Ausruhen. Bett. Boah, Mensch. Ist es mein Wecker schon wieder? Okay, wer stört denn diesmal? Wer ist es diesmal? Ja, natürlich wieder der gleiche Anruf. Guten Tag, ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Chaka Corporation auf der Citadel Station. Ich verbinde Sie mit Yana Lorso, der verantwortlichen Direktorin hier. Soll ich Sie durchstellen? Was will sie denn von mir? Das weiß ich leider nicht. Ich bin nur ein Verwaltungsassistent. Soll ich Sie durchstellen? Gut, warum nicht? Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun gerade. Danke, ich verbinde Sie jetzt. Guten Tag. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Mein Assistent hat euch sicher bereits informiert. Ich bin Yana Lorso. Guten Tag. Warum ruft ihr an? Ich hörte, dass euch ein Etorianer aufgesucht hat. Zweifellos wollte er sich eure Hilfe erschleichen, indem er an euer Gewissen appellierte und versteckte Drohungen aussprach. Er hat mich aber nicht bedroht. Ach, und die Exchange hat er vermutlich auch nicht erwähnt? Und dass er euch helfen könnte? Dass die Etorianer die Exchange nicht zu euch führen, wenn ihr mit ihnen kooperiert? Nein, davon hat er nicht wirklich was gesagt. Was wollt ihr wirklich von mir? Na, ist ja auch egal. Tut mir leid. Ich wollte eure Zeit nicht mit den Etorianern vergeuden. Die Frau ist ganz komisch. Sondern? Ich glaube, dass ihr sehr einflussreich seid. Ich hätte lieber euch auf meiner Seite als die Etorianer mit ihrem Pseudomystizismus und ihrer stümperhaften Idiotie. Sie stehen dem Fortschritt und dem Profit im Weg. Ich bitte euch aber nicht um Hilfe. Ich mache euch ein Angebot. Arbeitet für die Chaka Corporation und ihr werdet fürstlich entlohnt. Ihr würdet euch selbst helfen. Wenn ihr interessiert seid, kommt in unser Büro im Wohnmodul 082. B4D4 weiß, was zu tun ist, wenn ihr dort ankommt. Was soll ich denn überhaupt machen? Das würde ich lieber persönlich besprechen. Ich beantworte gerne all eure Fragen, wenn ihr in unser Büro kommt. Na, vielleicht komme ich da vorbei. Ich halte mir die Option offen, aber kommt mir ganz komisch vor, die Frau. Ausgezeichnet. Viel Glück bei dieser unerfreulichen Untersuchung. Bis bald. Wir sollten weiter schlafen. Sobald sie uns entlassen, werden wir von hier verschwinden. Zu Bett gehen. Oder eben davor setzen, geht auch. Könnt ihr mir etwas erklären? Dazu fehlen mir die nötige Zeit und das Verlangen, eurer Bitte nachzukommen. Wenn er im Krieg gekämpft hat? Naja, Jedi sollen zäh sein und fähig. Ja, und was sind sie ohne die Macht? Nehmt dem größten Jedi-Ritter die Macht. Was bleibt dann übrig? Sie verlassen sich auf sie, sind von ihr abhängig, mehr als sie ahnen. Seht euch an, wie sie einen Blaster halten oder ein Lichtschwert. Ihr seht nichts als eine Frau oder einen Mann, ein Kind. Und so viel zu verlieren. Ihnen war wohl nicht klar, wie sehr sie darauf angewiesen sind. Wundert euch nicht. In vielerlei Hinsicht seid selbst ihr fähiger als ein Jedi. Ihr könntet überleben, wo sie sterben, weil ihr die Macht nicht hört, wie sie es tun. Es ist eine Ironie des Schicksals. Und nur deshalb dulde ich eure Anwesenheit. Ein solcher Verlust. Für einen Jedi scheint mir das ziemlich extrem zu sein. Er hat schon lange nichts mehr mit dem Krieg zu tun.
Konflikte stärken uns. Durch die Isolation aber werden wir geschwächt. Außerdem hat er sich vom Krieg abgewandt. Alles getan, um ihn zu vergessen. Sagt das nicht alles? Aber wir haben genug geredet. Und wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir nur in seiner Abwesenheit darüber sprechen. Ich wollte euch informieren, dass die Regierung von Telos die Ermittlungen bezüglich der Peragus-Mine eingestellt hat. Offenbar war die Harbinger wirklich vor Ort, bevor unsere Schiffe an der Station eintrafen. Sie ist für die Zerstörung der Station verantwortlich. Einige Logdateien aus den Ruinen der Anlage weisen darauf hin, dass die Minenarbeiter aufgrund eines Sabotageaktes starben, als ihr und eure Gefährten kampfunfähig oder gefangen wart. Der Hausarrest wird daher aufgehoben. Die Republik schickt jetzt ein eigenes Schiff nach Peragus und besteht darauf, dass ihr für die Dauer der Ermittlungen auf der Station bleibt. Das klingt doch mal gut. Aber warum schickt die Republik ein Schiff? Um die Zerstörung der Station weiter zu untersuchen und die Harbinger zu finden. Das ist ein gutes Argument. Wie lange muss ich noch hier bleiben? Die Sojourn ist schon unterwegs und nur noch ein paar Standardtage entfernt. Ihr könnt diese Unterkunft gerne weiterhin nutzen. Na, das klingt gut. Ist die Eben Hawk noch beschlagnahmt? Das Schiff ist fertig. Geht bitte zur TSF-Station im Unterhaltungsmodul 081, um den notwendigen Papierkram am Schalter zu erledigen. Die Eben Hawk wird freigegeben, sobald ihr eine Abreiseerlaubnis bekommt. Was ist mit meinem T3-Druiden, Mensch? Wenn ihr den Papierkram erledigt habt, wird er mit eurem Schiff den beschlagnahmten Waffen und euren Rüstungen übergeben. Okay, das klingt doch alles ganz gut, ganz diplomatisch. Kann man sich nicht beschweren. Und? Was jetzt? Wir können nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Mit der Eben Hawk oder mit einem anderen Schiff. Wir könnten nach Nar Shaddaa fliegen. Da kann man gut untertauchen, wenn man verfolgt wird. Was meint ihr, Kreia? Schwer zu sagen. Ich denke, wir sind aus einem bestimmten Grund nach Telos gekommen. Aber vielleicht haben wir bereits zu viel Zeit hier verbracht. Selbst wenn die Harbinger bei Peragus zerstört wurde. Es könnten noch mehr Siths unterwegs sein. Trotzdem finden wir auf der Oberfläche des Planeten vielleicht noch andere Jedi. Jedi, die uns helfen könnten, eure Fähigkeiten wiederherzustellen oder die Verbindung zwischen uns zu trennen. Und? Was denkst du? Das mit den anderen Jedi, finde ich, ist eine gute Idee. Vielleicht finde ich da draußen ja wirklich welche. Das ist unwahrscheinlich, aber wir werden sehen. Heilige Crap. Können wir immer noch nicht anfangen mit der Solo-Challenge. Ist ja schlimm. Okay. Eigentlich wäre es ja jetzt perfekt, um aufzuhören. Dann mache ich, glaube ich, ich höre jetzt am besten auf und dann im nächsten Part mache ich es ein bisschen länger. Gut. Freunde. Ich würde sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir sind ja jetzt endlich mal auf Telos angelangt, endlich mal von Peragus weg, auch wenn ich diesen Anfang extrem liebe. Ich verehre ihn praktisch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Bye, bye.